Ja, hallo, mein Name ist Karl-Peter Fischer. Ich bin Professor für Markt- und Werbepsychologie und der Direktor der School of Marketing der Triagon Akademie. Ich habe euch heute ein paar interessante Informationen zu unseren Studiengängen mitgebracht. Und was ich euch heute vorstellen möchte, ist der Bachelor-Studiengang Marketing und Media. Und jetzt halte ich fest, stell dir vor, du machst deinen Bachelor in nur einem Jahr, das heißt in zwei Semestern, und das Ganze berufsbegleitend. Und das ist noch nicht alles, das Ganze geht auch ohne Abitur. Denn wir an der Triagon, wir rechnen dir deine bisherigen Berufsausbildungen, die du schon abgeleistet hast, oder Berufserfahrungen, rechnen wir dir an. Das kann zum Beispiel sein, eine Ausbildung an der IHK, eine kaufmännische Ausbildung. Das kann aber auch sein, ein Fachstudium, das du vielleicht an der Bayerischen Akademie für Marketing und Werbung absolviert hast, Direktmarketing, Medienmarketing oder was es damals in diesen Bereichen gab. Ja, das Studienmodell oder Modul oder Modell sieht wie folgt aus. 4 Module je 8 Wochen im sogenannten Blended-Format. Was heißt jetzt wieder Blended-Format? Blended-Format ist eine innovative Lernform. Das heißt, wir kombinieren Präsenzphasen, also wo du wirklich hier bei uns an der Triagon bist, das ist immer am Wochenende, mit sogenannten Online-Learning-Phasen, E-Learning-Phasen auf unserer Plattform mit virtuellen Klassenzimmern, Webinaren, Google Hangouts und Dinge, die du ja kennst. Das Ganze ist sehr, sehr, sehr praxisorientiert. Die Inhalte, wenn ich dir die 4 Module kurz nennen darf, also der Ablauf dieser Module. Das erste Modul ist die sogenannte Projektentwicklung. Hier kriegst du nochmal den theoretischen Background, ein Aufwärmen von dem, was du vielleicht schon mitbringst. Es geht um die Theorie, was brauchen wir, um Projekte aus dem Bereich Marketing, aus dem Bereich Online-Marketing oder digitale Medien umzusetzen und zu realisieren. Was ist das Futter? Und im Modul Nummer 2 bearbeiten wir dann gemeinsam in der Gruppe und gemeinsam mit dir bestimmte echte Projekte, echte Aufträge aus der Praxis. Vielleicht, wenn du berufstätig bist, kannst du die aus der Praxis, aus deinem Unternehmen auch mitbringen. Und das Modul Nummer 3 oder die Phase Nummer 3 ist dann eben die sogenannte praktische Tätigkeit. Also da wird dann gearbeitet in Unternehmen oder in deinem Unternehmen. Und die Phase Nummer 4, das Modul Nummer 4, beschäftigt sich dann mit der Abschlussarbeit, mit deiner Bachelorarbeit, auch wieder sehr, sehr, sehr praxisorientiert. Also schon ein bisschen unterschiedlich zum klassischen Bachelor- oder Masterstudium, weil bei uns eben die Praxis oder die Praxisanwendung im Vordergrund steht. Natürlich wirst du dich fragen, wie soll das gehen? Ein Jahr, zwei Semester, ist das irgendwie ein Fake oder ist das ein Witz? Nein, das ist kein Witz. Du machst einen international anerkannten Bachelor und alle Sachen, die du hier machst, sind natürlich akkreditiert, die sind zugelassen und das Ganze geht, weil wir als Triagon mit der Metropolitan University in London, in UK, zusammenarbeiten und dort sind traditionell schon längst Bachelor- und Masterstudiengänge viel, viel praxisorientierter ausgerichtet und dieses System haben wir hier übernommen und ja, jetzt liegt es an dir, dabei zu sein für die ganz Schnellen. Wir starten jetzt das erste Mal hier in München, in Ismaning, mit dem Bachelor Marketing und Media. Und Start ist der April. Bitte vormerken. Und die Adresse, wo du dich anmelden oder noch tiefer informieren kannst, findest du hier unten. Und würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Und ja, wenn du dabei bist bei unserem Top-Up Bachelor jetzt im April. Vielen Dank. Liebe Grüße, Peter. Tschüss.